Guten Tag. Ich bin es. Geralt von Riverio. Geraldo von Riverio. Die sind nicht feindlich. Was ist das? Hat der Orden der Flammenrose einen neuen Sitz? Gar nicht schlecht. Hör zu, Streuner. Ich weiß nicht, was du hier willst, aber ich gebe dir einen Rat. Geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. Und? Was machst du noch hier? Muss ich dir erst den Schädel einschlagen? Ich frag mich, was da drin ist. Riecht nach Fistech. Was dagegen, wenn ich mir das anschaue, Brüder? Wir haben was dagegen. Ziemlich viel sogar. Schluss mit den Spielchen. Ich zähl bis drei, dann bist du weg. Verstanden? Eins, zwei. Noch besser. Ihr zählt alle bis 100. Verstanden? Drei, vier, fünf, sechs. Guter Anfang. Und jetzt zur Seite. Dann haben wir ein Zeitlimit. Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Ja, wir haben ein Zeitlimit. 20, 21. Ich kann beide nicht zählen, was zur Hölle? Wie hat er gepfiffen? Verdammt! Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Hexer. Oder, wie ihr Brüder mich gerne nennt, ein Mutant. Du solltest gar nicht hier sein. Und Ritter der Flammenrose sollten keine Menschen umbringen oder Drogen herstellen. Ja, sollten wir nicht. Wir sollten die Unterdrückten beschützen, den Glauben an das ewige Feuer verbreiten. Aber Radovid hat uns reingelegt. Seinen Schwur gebrochen und unsere Brüder an die Front geschickt. Als der mächtige Orden ausgeblutet war, hat er uns aufgelöst. Er hat unsere Ländereien und Besitztümer für seinen Krieg verwendet. Wer nicht widersprach, wurde zum Hexenjäger ernannt. Wer es wagte, sich gegen ihn zu erheben, wurde eingesperrt oder ins Exil geschickt. Wir sind nur wenige, die noch die Farben tragen. Und wir müssen einen neuen Platz für uns finden. Deswegen wurde ihr zum Banditen? Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ihr seid also zu Schurken geworden. Wolltet ihr das, was Siegfried von der Nessle wohl dazu sagen würde? Siegfried von der Nessle würde? Aber woher kennst du? Ich kenne dich. Du bist Geralt von Riva. Du hast Jack der Aldersberg getötet. Ganz genau. Und wenn ich müsste, würde ich es wieder tun. Das war der Beginn unseres Niedergangs. Das hast du ausgelöst, verfluchter Mutant! Zieh deine Klinge! Kein Grund zu brüllen. Bitte einfach höflich darum. Was ist mit Geralt los? Komm schon! Ich hab das Gefühl, Geralt mag den Orden der Flammenrose nicht. Nur so ein Gefühl. Alter. Oh Gott. Ach, jetzt weiß ich wieder, warum die so extrem viel aushalten. Kann schon sein, dass ich mich auch hier irre. Aber ich glaube, das liegt daran, dass viele gesagt haben, Witcher 3 ist viel zu leicht. Also hat CD Projekt Red einfach gesagt, wir machen Hearts of Stone viel zu schwer. Das war's, glaube ich. Das wurde dann bei Hearts of Stone kritisiert und dann haben sie es bei Blood and Wine wieder zurückgedreht. Da haben sie dann erst die Balance gefunden. Komm schon, komm näher.
Ach, ich sehe den nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ein Hoch auf dich. Alter. Obwohl, die sparen wir uns als letztes auf. Blocken. Ich hab gesagt, hör auf zu blocken. Alter, what the fuck? Was? Was war das denn? Ach, der pfiffige Maskenträger. Er blockt hier die ganze Zeit. Aha. Und nochmal schlagen und tot ist er. So, und jetzt du. Komm schon. Komm näher. Ja. Das war interessant. Ja, doch. War interessant. Gib mal ganz kurz Katze. Ach, ich liebe dieses Quick-Menü. Ein Hoch auf Mods. Apropos Mods, ne? Ich habe hier diese Mod für Quick-Loop drauf. Man kann auch einstellen, ich habe das jetzt in dem Fall nicht gemacht, weil es tatsächlich zu Problemen führen kann, mit irgendwelchen Cutscenes oder so, dass Gegner, die man tötet, sofort geplündert werden. Dann müsste ich jetzt nicht rumlaufen. Allerdings ist das auch nicht großartig. Das ist kein Problem, weil es kommt ja kein Menü, das ich öffnen muss. So, ich gehe einfach nur hin und sage plündern und er plündert automatisch. Er nimmt automatisch alles auf. Rüstung der Flammenrose wieder. Und ich bin überlastet. Erzähl mir was Neues. Erzähl mir etwas, das ich nicht weiß. Fistek. Geralt von Riva. Du hast unseren Anführer getötet. Deswegen wurden wir zu Banditen. Was ist denn das für eine schwache Ausrede, ganz ehrlich? Wahrscheinlich hätte es auch keinen Ausweg gegeben. Hätte ich gesagt, oh tschüss. Also hätte ich gesagt, auf wieder. War schön mit euch zu reden, ich gehe da mal wieder. Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, nee, du kommst hier nicht einfach wieder weg. Sorry. Okay, habe ich hier irgendwas übersehen? Aha. Irgendwelche Kisten wahrscheinlich. Überlastet sein ist schön. Also eigentlich gar nicht. Überlastet sein ist eigentlich gar nicht schön. Okay, warte, ich muss mal ganz kurz. Es gibt eine Option, die ich kurz machen muss. Und zwar gibt es hier, nicht Auto-Loot, sondern Friendly HUD, also Friendly HUD. 3D-Markierung. Symbolanzeigemodus, Symboltyp. Interaktion war das, genau. Sprechblase-Anzeigemodus, was?
Mir fehlt mein Symbol. Mir fehlt mein X, beziehungsweise in dem Fall aus irgendeinem Grund A. Ich glaube, wir haben PS4-Controller am PC angeschlossen. Einfach weil ich finde, Witcher 3 steuert sich im Kampf irgendwie angenehmer. Ich habe es ja wie gesagt auf dem PC mit. Also ich habe den Spielstand. Irgendwelche letzten Worte. Das sind die Typen, die gezählt haben, oder? Hier, Hexer, Hexer! Wie gesagt, ich fand das. Also mit Maus und Tastatur spielt sich das jetzt auch nicht schlecht. Ist irgendwie sogar schneller. Aber ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und dass ich hier jetzt so versage, liegt eigentlich nur daran, dass es gerade ungewohnt war. Ich wollte eigentlich Igni machen. Jetzt hat er wieder die Adrenalin für nicht verbraten. Wieso hat er das, wieso hat er die nicht verbraucht? Doch hat er, aber das ist ein Bug. Okay. Ist ein Bug. Der alte Bug. Rostiger Schlüssel. Wahrscheinlich wäre ich ohne den noch gar nicht rausgekommen. Oder es gibt hier irgendwo eine Truhe. Wenn ja, wo? Nee, nicht Igni. Genau, ich mach aufs Gift Igni. Das ist eine gute Idee. Gab's nicht irgendein Absurd, das mich ins. Das mich immun gegen Gifte macht? Goldene Pirone oder sowas? Gifte heilen, anstatt Schaden zu wirken. Ich weiß nur nicht, ob das. Nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte es ausnutzen. Verbrauchen. Nein! Ah! Ich weiß nicht, ob das zählt. Weil es ist ja eigentlich kein Gift. Also doch. Irgendwie schon. Müssen wir ausprobieren. Eigentlich sind es ja Gaswolken. Also eigentlich ist es Schwefel oder so. Ja, es ist Gift, okay. Perfekt. Eigentlich verhindert es ja nur, dass Geralt atmen kann. Ich habe gedacht, hier wäre noch irgendwie. Wäre noch irgendwo eine Kiste, aber auch nicht. So. Apropos überlastet. Da habe ich auch was gegen. Schwertwahl war das nicht. Das war das BS-Absolut. Wo war das denn nochmal? Werwolf absurd, Erscheinungsabsurd, wir waren. Also hier wäre noch eine Suche super. Genau. Hier ist absurd. Das hat auch nichts gebracht. Wie viel trage ich denn? 191. 180. Ich habe gedacht, mit dem Bier ist absurd kann ich über 200 tragen. Aber anscheinend nicht. Wozu der Schlüssel? Wahrscheinlich für die Eingangstür, oder? Ich glaube, hier gab's nichts mehr. Machen wir den alten Trick wieder, mit dem Ausweichen. Denn Ausweichen kann man ja im Kampf, auch wenn man überlastet ist. Vielleicht da oben noch? Nee, da war nichts. Wie man sieht, die Beleuchtungsmatte, die ich drauf habe, macht doch die Innenbereiche. Macht auch Höhlen und so weiter ein bisschen dunkler. Nicht so dunkel, dass man tatsächlich gar nichts mehr sieht, aber dunkel genug, dass man sagt: Okay, ich brauche eventuell eine Fackel. Oder, Katze. Was irgendwie absurd ist, dass man das im Hausspiel gar nicht braucht. Es gibt diesen Trank Katze, den man überlegen machen kann, mit dem man im Dunkeln sehen kann. Und der hält dann 5 Minuten. Oder wie lange auch immer. Und es ist absurd, dass man den im Hauptspiel nicht braucht, weil die Höhlen so hell sind.
kann natürlich sagen, ja, aber Hexer können in der Lore im Dunkeln sehen. Aber dann bräuchten sie eigentlich Katze nicht. Okay, wofür war jetzt der rostige Schlüssel? Wofür war jetzt der rostige Schlüssel? Er müsste bei Quest-Items sein. Rostiger Schlüssel. Totenkopfschlüssel, Schlüssel zu Yennefers Gemach, gewöhnlicher Gegenstand. Mhm. If you know what I mean. Truhenschlüssel. Ich glaube, es war einfach nur hier, rostiger Schlüssel. Gehört zu irgendeinem groben Schloss. Komisch. Kommt Plötze da runter? Da hängt die jetzt da oben. Er, sie. Plötze ist für immer eine Sie, auch wenn es eigentlich ein Hengst ist. Plötze bleibt für immer eine Stute. So. Und der Flammenrose. Er ist nett. Das ist der kleine Callback zu Witcher 1. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was eigentlich aus dem geworden ist. Hier kriegt man endlich mal eine Antwort. Die sind ja mehr oder weniger verschwunden. Ja, ein paar Hinweise darauf, dass sie eben zu den Hexenjägern wurden, aber so richtig erklärt wurde es nie. Das ist nett. Was? Wildschwein? Oh Gott, ich krieg Flashbacks zu Gothic 3. Und zwar wirklich. Die sind ja mega nervig. Ich meine, die machen keinen Schaden, aber es ist mega nervig. Ich glaube, ich mache mal Level Scaling an, einfach um sicherzustellen, dass ich auch Schaden kriege. Vielleicht liegt es daran, dass die keinen Schaden machen. Ich muss Sachen loswerden. Eigentlich reiten wir ja nach Ochsenfurt. Da gibt es ja genug Sachen. Liste mit edlem Siegel. Aha. An Camille, Sohn von Kosa oder Camel. Dieser Brief ist deine letzte Warnung. Als ich dich zum Jäger gemacht habe, wollte ich nicht, dass du nur den Weibsbildern nachjagst. Es gibt Wildschweine, die sich wie die Karnickel vermehren. Hirsche, die unsere Schößlinge fressen. Und Wölfe, die in aller Seelenruhe direkt vor den Mauern unseres Anwesens herumstreuen. Mach dich an die Arbeit, Junge! Oder deine Karriere endet schneller, als sie begonnen hat. Thaddeus Gjarin. Aha. Hat er wohl nicht gemacht. Von ihm ist aber auch keine... Oder? Ist er da drin? Tot? Eventuell? Haben die Wildschweine ihn gefressen? Angelangt? Nein? Haben sie nicht. Ich mach das an. Wie gesagt, es gibt diese Funktion bei Autoloot. Das ist ja diese Mod, das brauche ich gar nicht erklären. Feinde bei Tod plündern. Komisch. Klingt so, als ob ich Feinde plündern würde, wenn ich sterbe. Ist aber in dem Fall tatsächlich nicht der Fall. Hey! Blöde Witz. Aber nur in dem Fall. Ist da auch ein Anwesen? Das ist auch ein Anwesen. Das Gjarin-Anwesen. So ist es gut. Es brennt ja noch nicht. Ach warte, da ist ja Olgion so ein Scheiß drin. Da ist ja Olgion mit seiner Bande drin. Das Gjarin-Anwesen. Langsamer. Der Sohn von ihm ist also nicht da. Vielleicht hat er sich Olgierd angeschlossen. Es ist sehr verwirrend, wenn man das Spiel mit dem Controller spielt. Dann bewegt sich die Karte mit 30 Bildern die Sekunde. Und wenn man es mit Maus und Tastatur macht, dann nicht.
weiß nicht so recht, warum. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Da müsste Schmied sein. Aha, ein Spoiler im Text, in den Tipps für Blatt und Wein. Nett. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnen. Komm schon, Plätze. Nimm dich in Acht. Du kennst Tag und Stunde nicht. Ich kenn Tag und Stunde nicht. Soll das eine Drohung sein? Im Sinne von, du kennst nicht den Tag und nicht die Stunde, an der du sterben wirst. Ist das eine Drohung? Kleiner Hexenjäger. Ah, ein Kunde. Ein Kunde? Zeig mir doch mal dein Angebot. Ja. Huch. Aha, Stufe 46. Ach ja, klar, der Loot levelt ja auch mit. Das ist ja so bescheuert in dem Spiel. Daran könnte es tatsächlich liegen, dass ich so wenig Schaden mache. Aber ich glaube eher, das liegt daran, dass die Entwickler gesagt haben, die Gegner in Hearts of Stone haben alle unglaublich viel Leben, damit es keine Kritik gibt. Von wegen, oh, das Spiel ist zu leicht. So, verkaufen wir einfach mal den ganzen Kram hier, den ganzen Krempel. Er hat gar nicht genug Geld dafür. Toll. Wenigstens kann ich wieder nochmal laufen. Kann ja mal alles reparieren, was ich ausgerüstet habe. Eigentlich unnötig, weil ich genug Reparaturkits habe. Zerlegen. Wenn die irgendwas hätten, das ich bräuchte, dann würde ich sagen, ja, mache ich. Oh, das geht so viel schneller als auf PS4 damals. Das ist mit einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, ich wechsle. Allein das ist es halt wert, den Spielstand nochmal zu spielen. Wildschweinhauer. Aha. Wildschweinfell. Aha. Ich nehme mal nicht an, dass es irgendeine Quest gibt, die sagt, bring mir 10 Wildschweine. Zumindest hoffe ich es nicht. Weil, wenn ja, dann... Ja, Pech gehabt. So, er hat wieder 1000. Dann verkaufen wir mal die Sachen, die am wenigsten kosten. Der Typ hat einfach nicht genug Geld. Die Händler in Witcher 3 haben einfach nicht genug Geld. Aber ich weiß, dass der Rüstungshändler hier viel mehr Geld hat. Wiedersehen. Meine ich. Weil ich nämlich teilweise zu faul war, um nach Krähenfels zu gehen. Gehört. Er hat endlich seinen Meister gefunden. Irgendein Halsabschneider. Ich glaube, ein Hexer. Aber nur so ein bisschen. Ehre und Heimatland. Eigentlich sind es nach wie vor Joanna und Hattori, die das meiste Geld haben, weil ich bei denen immer die Rüstung hergestellt habe. Was ja Unmengen an Geld kostet. Scheiße. Aha. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Auf die Geldbörse um dein Hals ist prall gefüllt. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Nein. Ich sehe halt wirklich nicht. Ach, das ist so. Bis dann. Okay, wie viel trage ich jetzt? 136 von 160. Das ist auch haufenweise Wunder. Hast du was gegen Bauchschmerzen? Schlecht. Die beste Ware wird sein. Radovid soll leben. So. Stimmt es, dass du 300... Ich hab deinen Freund gerecht. Ha! Ich wusste, du schaffst es, Katzenauge. Ich wusste es. Also raus damit. Wer war der Mistkerl? Ich will mein Geld abholen, der Orden der Flammenrose. Mistkerle. Brüder des Ordens der Flammenrose. Was hast du mit ihnen gemacht? Mit heißen Eisen verbrannt? Die Augen rausgerissen? Gehäutet? Nein, nur getötet. Oh, stattlich und langweilig zugleich. Hier, Katzenauge, dein Gold.
sollte für ein bisschen Extravaganz reichen. Du findest meine Rüstung nicht extravagant? Also ich finde die Rüstung sehr extravagant. Ich finde extravaganter als die Rüstung geht gar nicht. Also von den Hexerausrüstungen. Ja. Wobei, das stimmt gar nicht. Wenn hier jetzt ein Lager wäre, würde ich die Katzenrüstung holen. Die ist tatsächlich extravagant. Oder die Wolfsrüstung, die habe ich auch geschmiedet. Die meisterliche Wolfsrüstung. Die hatte ich auch geschmiedet. Die ist noch extravaganter. So, ich muss jetzt ganz kurz einen Abstecher zu Johanna machen, ganz ehrlich. Also nach Krähenfels. Was ja eigentlich nicht so lange dauert. Einfach weil ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld. Beziehungsweise ich kann es mir nicht erlauben, mit 136 in die Kanalisation, mit so viel Gewicht in die Kanalisation zu gehen. Was willst du? Vielleicht wechsle ich auch auf die Katzenrüstung. Ich mag das Aussehen von der Bärenrüstung so sehr, aber die Katzenrüstung hat halt diese... Und wieder die alte Diskussion, Katzenrüstung hat halt wieder diese Ausdauerregeneration. Und die habe ich im Kampf jetzt schon bemerkt. Die wäre schon nützlich gewesen, allerdings nicht so nützlich, wie ich jetzt denke. Wahrscheinlich. Geralt! Was verkauft? So. 7633, hat weniger als ich dachte. Aber es reicht, um den ganzen Kram zu kaufen. Ich bin immer noch bei 122. Was ist das? Was wiegt hier so viel? Sortieren, Gewicht. Vielleicht sollte ich die mal benutzen. Die ganzen... Bolzen. Die ich sowieso nicht an sie verkaufen kann. Oder die Trophäen. Die wiegen ja auch ein bisschen was. Das wird hier nicht angezeigt, wie die wiegen. Aber die wiegen ein bisschen was. Oder eben Zeugs hier. Man sieht, ich hab gar nicht so viel. Weil das meiste tatsächlich zum Craften aufgegangen ist. Wieso steht hier jetzt nicht, wie viel das wiegt? Aber ich kann die mal verkaufen. Ja, die ganzen Crafting-Sachen wiegen ja gar nichts. Es müsste irgendwie das hier sein. Die ganzen Bücher und so weiter, die ich zehnfach habe teilweise. Ja. Kann es sein, dass Essen teilweise... Ne, Essen wiegt auch nichts mehr. Die Tränke wiegen auch nichts mehr. Das war mal so. Essen und Tränke und so weiter haben mal was gewogen. Leb wohl. Ich muss mal ganz kurz gucken. Das ist irgendwie blöd. Diese Essen wiegt nichts. Die wiegen was. Aber ich habe nicht so viele Trophäen, dass ich damit auf 122 komme. Es muss sowas sein wie der tote Fisch. Das Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Stimmt nicht. Der stammt vom Ende. Vom Epilog. Ich weiß gar nicht, wieso ich den habe. Den sollte ich eigentlich nicht haben. Ne, Bücher wiegen auch nichts. Bücher wiegen nichts. Ne, Bücher wiegen nichts. Das ist sowas wie Fistech und so weiter. Sortieren nach Gewicht. Wieso wiegt das was? 19.064. 0,01 mal 19.064. Warum wiegt das was? Wieso wiegt die Währung was? Da muss ich zur Vivaldi-Bank nach Novigrad, nur um die auszutauschen, damit ich weniger wiege, oder was? Zum Witz. Alchemie-Sachen wiegen nichts. Handwerkszeug wiegt hier auch nichts, oder? Nee, auch wenn ich hier ganz runtergehe. Mutagene, die wiegen nichts. Es ist tatsächlich der Plunder irgendwie. Es ist der Plunder. Der Plunder und das Geld, das ist ja unglaublich. Mein Geld wiegt zu viel. Und wahrscheinlich die Bolzen. Ja, die Bolzen. Es sind die Bolzen. Ich weiß gar nicht, wieso ich die nutzen sollte. Ich brauche die nicht. Ich benutze die nicht. Alles klar. Dann machen wir Folgendes.
So was Blödes. Hätte ich vielleicht auf achten sollen, bevor ich das Display zu Hearts of Stone beginne, wie viel ich hier wiege. Aber so ist es halt. Ich glaube, ich habe die Krätze. So, da ist die meisterlich gefakte Wolfshose und die Katzenrüstung und so weiter. Ja, ich weiß nicht, die hat halt diese... Der Rüstungswert ist der gleiche, aber die Boni sind es halt, ne? Die Boni sind es halt. Abgesehen von den Glyphen und so weiter. Aber die Boni sind es. Und ich glaube, dass mit der Ausdauer ist jetzt auch nicht so wichtig. So, die Spaltbolzen packen wir mal hier rein. Ja, sind schon mal 10 weg. Ich packe einfach alle Bolzen da rein. Ich werde die nie verwenden. Ich werde die nie verwenden. Und wenn doch, dann... Wenn ich sie irgendwie will, aus irgendeinem Grund, dann hole ich sie halt wieder raus. Eigentlich gibt es keinen Grund dafür. Eigentlich gibt es keinen Grund dafür, die nochmal rauszuholen. So, das sind... Da wird ja mal das Gesamtgewicht von allen Sachen angezeigt, die ich habe. Ich kann auch die Trophäen da reinpacken. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach mal. Die haben tatsächlich ein bisschen viel mehr gewogen, als ich dachte. Und dann haben wir hier die Wolfsmaske. Wieso kann ich die nicht verschieben? Es wiegt was. Es müllt mir halt das Inventar zu. Und ich kann es nicht verschieben, weil es ein Questgegenstand ist. Ach, leck mich doch. Hier, diese blöde kaputte Maske von Ouroboros brauche ich nicht. Die Schlangenfigur. Wofür brauche ich die denn? Wofür war die? Wovon war das denn? Keine Ahnung mehr. Weihrauch. Irgendwas mit Yennefer wahrscheinlich. Rabenfeder, Yennefer. Der komische polierte Kristall mit Ding. Wo ich mir nicht sicher war, ob ich ihn auf der PS4 gesammelt habe oder nicht, aber es ist ja scheißegal, ob man ihn Radovid gibt oder nicht. Weil Radovid tut immer so, als ob man ihn eingibt. Das ist. Magische Bärlocke von Yennefer. Was? Keine Ahnung. Orden der Verdächterin. Ohren der Verächterin. Ah ja. Mhm. Schlüssel zu Yennefers Gemach ist sowieso gewöhnlich, den hat jeder. Talisman. Die Rose der Erinnerung von Triss, die behalte ich. Der Xenoglas könnte nützlich sein. Goldene Saphirkette. Ja, gut, das ist was zum Verkaufen. Zum Verkaufen, zum Verkaufen. Wir sind noch bei 66 von 69, das geht nur. Es waren tatsächlich die Bolzen und die Trophäen, die so viel gewogen haben. Das hätte ich nicht gedacht. Vor allem die Trophäen hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ja gut, die wiegen ja alle eins. Wie viele sind das wohl? 10 oder so, oder vielleicht 20. Dings, Biberich. So. Die nehmen wir einfach mal mit, weil, warum nicht? Dieser Pack da oben. Mit der Adrenalin. Das ist der letzte Adrenalinbalken. Immer meint, er müsse jetzt noch leuchten. Ja, ich weiß auch nicht. Ach ja, übrigens zu den Gewinnkarten. Falls sich da jemand ärgert, dass ich die offscreen gesammelt habe. Ich glaube, die mir auf der PS4 noch gefehlt haben, waren. Ich glaube, es waren 8 Stück oder sowas, die mir noch gefehlt haben. Also, es waren gar nicht so viele, die mir noch gefehlt haben auf der PS4. Und ich glaube, die waren. Vom Händler in Sandort. Also ich glaube 4 Stück waren vom Händler in Sandort, den man aus irgendeinem Banditenlager befreit. Der verkauft die und die anderen 4 waren von irgendeinem anderen Elfenhändler oder sowas im Wald. Also das war wirklich, also es war zumindest bei mir so, nachdem ich alle Gwind-Gegner besiegt habe. Und ich nehme an, es kann vielleicht sein, dass es noch irgendwo ein oder zwei Gegner gab, die ich bekämpfen kann, aber die meisten, die mir gefehlt haben, waren von irgendwelchen Händlern. Also das war wirklich lang. Das war wirklich lächerlich. Naja. Wollte ich irgendwas machen? Ich wollte doch irgendwas machen. Irgendwas im Inventar wollte ich noch machen. Ich hab's vergessen. Irgendwas im Inventar wollte ich doch noch machen.
Ach genau, ich wollte nach Novigrad das Geld umtauschen. Den Platz des Hierarchen. Ich bin so froh, dass Schnellreise einfach fast überhaupt keine Zeit verbraucht. Was kann ich... So, ich will Geld umtauschen. Ich würde gerne... Da bist du... 2708 Kronen. Auch nicht. Was macht das Pferd hier? Egal. Also, diese Menschenmassen, ne? Diese Menschenmassen. Bin ich kaputt. Da gibt es eine Option für auf dem PC. Und das Maximum sind 100 verschiedene NPCs. Ich habe das auf 300 hochgeschraubt. Bisschen übertrieben vielleicht. Aber Menschenmassen passen halt zu so einer Stadt wie Novigrad schon dazu. Oder Ochsenfurt und so weiter. Ich hab da nämlich eine, es gibt nämlich eine Mod, die lässt dann die Grafik noch ein bisschen höher schrauben als Ultra. Ich sag dir, ich hab einen Aal gefangen. Der war so groß. Und ich hab da nicht alles auf Höchste, für die, die es interessiert. Vielleicht kennt ja einer von euch die Mod auch. Hier heißt Supreme to Extreme Graphics Options, glaube ich. Ich habe das nicht alles aufs Höchste. Hier, Anzahl der Hintergrundcharaktere. Ultimate ist 300. Schattenqualität. Wenn ich das höher stelle, dann geht's unter die 60 Frames. Also dann geht's unter 60 Bilder. Vor allem Objektsichtweite, beziehungsweise doch Objektsichtweite. Also das ist, ist gar nicht Objektsichtweite. Das ist Vegetationssichtweite. Im Englischen heißt das auch Vegetationssichtweite. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen so Objektsichtweite heißt. Und Grasdichte und eben Schattenqualität. Die ziehen am meisten. Der Rest eigentlich. So wie es sollte. Sein sollte. Für die, die es interessiert, was für Grafik eigentlich gespielt. Also es ist alles ein bisschen über Ultra. Vor allem Schatten und Gras und so weiter. So. Bettler. Reden. Hey, was suchst du denn hier? Frustriert vom Leben oder was? Hallo. Wenn diese Hallo. Da in den Kanälen ist ein grässliches Biest. Dem weichst du besser aus. Ja. Soll Dutzende von Jungfrauen verschlungen haben. Aber auch viele tapfere Kämpfer sind reingegangen und nie wieder rausgekommen. Oh, da fällt mir noch ein Mod ein, den ich installieren wollte. Vielleicht fällt es euch auf, aber wenn die NPCs reden... Hallo. Ja. Die bewegen ihren Mund nicht. Hallo. Ja. Hallo. Wem es bisher nicht aufgefallen ist, den habe ich jetzt kaputt gemacht. NPCs in Witcher 3 bewegen ihren Mund nicht, wenn sie reden, außerhalb von Gesprächen. Und das trifft auf jeden NPC zu. Das ist grauenvoll. Huch. Stiefelspuren. Groß, von einem Mann wohl. Ich dachte nur, Frauen suchen nach dem verwunschenen Prinzen. Ah, Fußspuren einer Frau, aber nur von einer. Vielleicht macht sich da ein Mann Hoffnung. Was? Hallo! Kommst du aus dem Dunkeln, ha? Das war kein Monster. Das ihn umgebracht hat, meinst du? Eine Truhe, die ich nicht plündern kann. Weil ich sie, glaube ich, durch Autoloot mal geplündert habe. Persönlich. Also ich stand oben auf dem Marktplatz und habe die Autoloot-Taste gedrückt. Und da habe ich den man kann den Radius einstellen. Und wenn man ihn so hoch einstellt, dann plündert er alles, was wirklich in der Umgebung ist. Also wirklich alles. Und das ist mir leider zu spät aufgefallen oder eingefallen, dass man ja in Hearts of Stone in die Kanalisation geht unter Ochsenfurt. Also kann es sein, dass hier eventuell ein paar Gegenstände fehlen, die ich schon geplündert hatte.
Aber ich glaube eigentlich nicht.